Habe ich mich jetzt gerade ein bisschen erschrocken. Eine große Standuhr. Die Zeit, an die vergangen ist. Gut, 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 gut. Öffnet sich immer noch nicht. Manu! Langsam beginnt der Horror, aber... Alter! Kannst du mal auf... Was zum... Alter! Der hat sich auf mich draufgehockt! Okay... Okay, 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 okay. Alles klar, Bären in den Korb. Gut, dann... Setzen wir ihn nochmal rein. Gut, gut, gut. Der... Oh, jetzt muss ich erst wieder die... ich sollte mehr speichern. Mehr speichern braucht das Land. Gut, 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 gut. Dann nochmal das Menü aufrufen. Und den... Ja. Oh, armer Teddy. Armer, armer Teddy. Abgeschlossen. Gut, 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 gut. Aber wie hieß denn das Spiel nochmal? Es war auch ein japanisches Horror-Game. Ich war mit XP-Maker erstellt. Ich komme nicht mehr drauf. Ich komme nicht mehr drauf. Aber wäre vielleicht auch eine Idee für ein LP danach. Vielleicht. Oh, ich glaube, ich. Vielleicht blende ich sogar echt die Facecam mal ein. Von der Mauer kam ein Geräusch. Oh ja, dann gucken wir mal. Nett, dass. Ja? Gut. Wow, du. Okay, ich muss. Dem kann ich ausweichen. Dem kann ich diesmal ausweichen. Und ich hätte speichern sollen. Ich hätte verfickte die Fakti speichern sollen. Oh, no. Not speichern. Ja, die ist natürlich festgekettet. Das geht natürlich so nett. Ja, komm, hier. Ab mit den Gliedmaßen. Tschüss. Tschüss, Arme. Tschüss, Beine. Brauch? Ja, komm, hier, Datze dran. So, Datze, Katze. Ach, verdammt, ich kann nur 5-mal. Gut, dann machen wir das jetzt so. So, dann so. Hallöchen, Teddy. Na du, da ist noch wenig Platz. Dann darfst du mal kuscheln. Hier, guck mal, da. Schön kuscheln, ja, schon. Schön fein ja, da hat was geöffnet. Fein gekuschelt. Hey du. Oh nein, nicht. Oh. Kannst du aufhören, nicht auf mich drauf zu hocken? Du dummer Kackbär. So, jetzt hab ich's mal gegeben. So richtig dreckig. So, hopp hier, da. Guck mal. Nein, ich will jetzt nicht diesen Brief lesen. Ich lese ihn gleich noch. Ich lese ihn gleich noch. Oh, von irgendwoher kam ein Geräusch. Was das wohl sein wird. So, Hallöchen. Ahaha, ausgetrickst. Und jetzt? Gut. Alter Schwede, was für ein riesen Kackbär. Was zum... Die Gliedmaßen des Teddybären liegen auf dem Boden. Ich nehme sie mal mit. Gliedmaßen erhalten. Die Tür ist jetzt offen. Alter. Stopp. Danke. Ich bin über jeden Spielstand... Jeden Fortschritt froh, den ich speichern kann. Oh, ich kann die Stühle verschieben. Das ist schön. Probier Gift. Ja, lecker Gift. Na komm, gib mal her. Die alte Kanüle. Eine seltsame gefärbte Suppe in einer schädelförmigen Schüssel. Logo. Sicher? Logo. Viola hat sich vergiftet. Von irgendwoher kam ein Geräusch. Oh nein. Game over. Das war vielleicht ein bisschen weniger intelligent, aber gut. Ich wollte es wenigstens mal probiert haben. Weil man soll ja alles probieren. Hallo? Oh meine Güte, du hast mich erschreckt. Komm nicht einfach so aus dem Nichts. Bin ich aus dem Nichts gekommen, aus der Tür hinter dir. Was für eine... Oh shit. Oh, nochmal so eine Tafel. Der Koch ist beschäftigt. Reich ihm eine Hand. Ihr Teddypfoten. Tun die es auch? Das Regal ist mit Weingläsern gefüllt. Ein Kamin. Hineinsehen.
Viel Schwarz. Nichts als Ruß. Massives Ruß. Gehen wir da mal rein. Oh, kann ich die Blatt treten? Ja, das geht sogar. Tatsache. Stimmt, nicht in meiner Küche. Jemand steht hier, aber du kannst ihn nicht sehen. Hallo? Oh. Ich bin beschäftigt, so beschäftigt. Nichts tun. Wenn ich dem jetzt die Hand reiche, dann schneidet er mir die doch ab und dann bin ich tot. Voll mit Geschirr, Gläsern und Gewürz. Nichts von Interesse. Voll mit... Ein Buch mit dem Titel So speisten die Adligen. Lesen wir sie. Menschen höherer Klassen haben lange Zeit ihre Speisen mit Silberbesteck verzehrt. Aufgrund dessen, dass diese schwer zu reinigen waren, heuerten sie Diener an, die dies zu tun... Was? Die dies zu tun, um anderen reich... Was zu... Was? Aufgrund dessen, dass diese schwer zu reinigen waren, hörten sie Diener an, dies zu tun, um anderen ihren Reichtum zu beweisen. Okay. Außerdem färben sich die Silberbestecke, sobald sie in Berührung mit Gift kamen, was sie sogar recht nützlich macht. Okay, ist quasi so ein... Abgeschlossen. Ich weiß jetzt schon, dass wenn der... Vielleicht kann ich in die Teddy... Gliedmaßen reichen. Hand des Teddys reichen. Oh, danke sehr. Ich kann ein oder zwei Hände gut gebrauchen. Ich möchte mich dir kenntlich zeigen. Silberschlüssel halten. Oh, danke schön. Abgeschlossen. Aber ich habe ja den Silberschlüssel. Schlüssel verwenden. Der Schlüssel passt nicht mal ansatzweise. Was zur Hölle? Oh. Komm, wir haben ja eiskalt hier von Kakerlaken angegriffen. Hallo. Aber wir haben ja hier noch eine Tür. Nämlich... Ja, Hallöchen Pfote. Oder wir haben ja keine... Eine große... Jo. Das war das. Da ist gerade jemand hochgerannt, aber das ist mir jetzt egal. Ich habe einen Silberschlüssel. Ich muss doch... Aha, ich kann hingehen und sagen, hier, guck mal, ich tunk den Schlüssel. Es gibt einen netten Klang von sich. In die Suppe legen. Der Schlüssel hat sich in der Suppe schwarz gefärbt. Von irgendwoher kam ein Geräusch. Vom Kamin. Ein Kamin. Ja, das Spiel versucht einen schon so ein bisschen in Jumpscare-Atmosphäre zu bringen, aber... Ja, so ein paar bewegende Gegenstände, die hauen mich jetzt nicht vom Hocker. Die Tür ist jetzt offen. Da muss das Spiel schon mehr auffahren. Beispiel Geistermädchen, wie das da. Oder Teddybären, die mich mit ihrem Arsch blattwalzen. Eine Katzenfigur. Reingelegt. Knack, knack. Gut. Eine Rüstung mit einem Speer. Sie gibt einem das Gefühl, als würde sie sich jeden Moment bewegen. Die wird mich sowas von töten. Wenn sie das schon so sagt. Spinnweben hängen an der Decke. Aber das ist zur Hölle. Schieb mal das beiseite. Spinne hat sich eine Sehschwäche. Was? Spinne hat eine Sehschwäche. Sie kann nicht einmal Farben unterscheiden. Das ist gut. Im Netz ist ein Schmetterling gefangen. Schmetterling erhalten. Danke. Es kommt bestimmt gleich die Spinne und tötet uns. Ein verstaubtes Regal übersät mit Spinnweben. Nichts von Interesse. Das ist ein Brief. Ich will den... Öffnet sich nicht. Ich bin so... tot. Ich wusste es. Ich wusste es. Klau niemals der Spinne ihren Snack. Abgeschlossen. Ein kleiner Text ist auf der Tür zu erkennen.
Rette den Schmetterling. Gut. Wir haben nur den Brief. Den lese ich. Ich lese ihn noch, wenn die Zeit gekommen ist. Ein Buch mit dem Titel Das Haus der Hexe. Noch nicht lesen. Noch nicht lesen. Ich will es alles erkunden. Ein offenes Buch. Es ist eine Enzyklopädie für Kinder über Tiere.